Alemannia Aachen hat einen prominenten Neuzugang. Albert Streit, der böse Bube der Bundesliga. Die Leute sollen einfach nur das beurteilen, was auf dem Platz ist. Und alles andere den Menschen einfach mal beiseite lassen. Bei Schalke 04 war er wegen schlechten Benehmens und ominöser Gehaltsforderung in Ungnade gefallen. Unmöglich, befand man in Gelsenkirchen. Jetzt der Neuanfang in Aachen. Zweite Liga statt Schalke Abstellgleis Amateure. Dass ich überhaupt noch mal die Möglichkeit habe im Profifußball, macht mich sowieso sehr glücklich. Zu verdanken hat er das seinem neuen und alten Trainer Friedhelm Funkel. Er kennt Streit seit Jahren, brachte ihn in den Dunstkreis der Nationalmannschaft, weiß, wie man mit ihm umgehen muss. Offen und ehrlich, respektvoll, so wie ich das mit meinen Spielern eigentlich immer mache und so wie wir beiden auch in Frankfurt miteinander umgegangen sind. Und dort ist es uns beiden gelungen, ihn zu Höchstleistungen zu bringen. Eben Gleiches soll nun auch in Aachen gelingen. Doch mit David Odonko haben die Alemannen bereits einen starken Mann im rechten Mittelfeld. Links wäre eine Option, aber auch das zentrale Mittelfeld. Habe ich auch gespielt, wenn ich mal spielen durfte auf Schalke. Vor der Abwehr so eine Halbposition, ein bisschen offensiver, kann ich auch spielen, aber im Endeffekt, der Trainer wird das entscheiden. Jetzt hat er in Aachen die Chance, sportlich und menschlich ein paar Punkte zu sammeln.